Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es noch einmal um die Funktionen, und zwar um die Parameterübergabe und um die Rückgabe von Werten. Das Ganze gucken wir uns mal an einem Beispiel an. Und zwar geht es hier um die relativ einfache Funktion addiere. Diese Funktion bekommt zwei Parameter mit übergeben, eine Integer-Variable a, eine Integer-Variable b und gibt dann anschließend auch einen Integer-Wert zurück. In der Funktion selbst wird zunächst einmal eine Variable definiert. Das ist die Variable Ergebnis, auch eine Integer-Variable. Und im nächsten Schritt wird dieser Variable Ergebnis dann das Ergebnis von a plus b zugewiesen. Das heißt, wir werden die Zahlen addieren und das Ergebnis speichern wir hier ab. Und als letztes wird dieses Ergebnis zurück an die aufrufende Funktion gegeben. Und das Ganze passiert in der Main-Funktion. Im Main definieren wir zunächst eine Variable x und weisen dieser Variable x sofort auch einen Wert zu, und zwar in diesem Beispiel den Wert 1. Das gleiche machen wir mit der Variable y, die bekommt den Wert 2. Und dann rufen wir diese Funktion addiere auf mit den Parametern x und y. Und bekommen dann anschließend von dieser Funktion addiere einen Wert zurück. Und diesen Wert, den weisen wir einer variablen Summe zu. Diese variable Summe habe ich vergessen zu definieren. Also man müsste sich vorstellen, hier würde noch einmal int gleich int Summe stehen. Und gut, wie sieht das Ganze aus? Der Compiler geht zunächst einmal hin, übersetzt unser Programm. Der Linker setzt verschiedene Programmstücke zusammen und definiert die richtigen absoluten Adressen für unser Programm. Das soll uns jetzt nicht kümmern. Anschließend wird das Programm in ein Codesegment abgespeichert. Also das ganze Programm kommt in dieses Codesegment und dann wird der Mikrocontroller starten bei dem Befehl main. Und damit beginnen wir jetzt auch. Also wir starten hier das Programm und der Mikrocontroller springt direkt an diese Adresse und ruft das Programm main auf. Als erstes würde die Variable x zunächst einmal definiert als lokale Variable innerhalb von main. Deshalb kommt sie halt in den Stack. Und das Ganze für y. Und so haben wir zwei Variablen, x, y, und haben auch in die Variablen schon entsprechende Werte geschrieben. X gleich 1, y gleich 2. Okay, was ich eben vergessen habe, ne, es müsste jetzt auch noch einen Zusatzeintrag noch für die Summe geben, aber das denken wir uns jetzt einfach mal so. Okay, anschließend soll jetzt die Funktion addiere aufgerufen werden und bevor das Programm wirklich zu dieser Funktion springen kann, muss sich der Mikrocontroller letztendlich merken, an welche Stelle er wieder zurückspringen soll, wenn das Programm beendet ist. Weil anschließend soll er das Ergebnis von addiere ja dem Wert Summe zuweisen. Und das macht ein Mikrocontroller so, indem er die Rücksprungadresse, also den nächsten Befehl, letztendlich auch auf den Stack schreibt und sich den quasi so als Merker setzt. Das heißt, er schreibt die Rücksprungadresse auf den Stack und anschließend geht er hin und ruft die Funktion auf. Zunächst einmal müssen die Parameter x und y der Funktion addiere zur Verfügung gestellt werden. Das passiert ebenfalls über den Stack. Das heißt, wir setzen einmal x und einmal y und springen dann anschließend in die Funktion. Ich habe hier diese Variablen, also die Rücksprungadresse und auch die Variablen x und y, die wir hier unten definiert haben, mal in grau gesetzt, weil wir auf diese Variablen nicht mehr zugreifen können. Aber den Wert der Variable haben wir ja vorher auf den Stack geschrieben, sodass die Funktion auf diese beiden Variablen zugreifen kann. Okay, wir sind jetzt hier oben in der Funktion addiere gelandet und definieren zunächst einmal eine weitere Variable, Ergebnis. Auch hierfür legen wir wieder Speicherplatz auf dem Stack an. Und anschließend können wir das Ergebnis berechnen. Das heißt, wir addieren die beiden Zahlen a und b. Das sind die Werte,
der Zahlen X und Y, die wir von unserem Main-Programm übergeben bekommen. Das heißt, wir haben nicht die Adressen von X und Y, sondern hier stehen im Prinzip nur die Werte, also die 1 und die 2. Das heißt, hier würde eigentlich eine 1 und eine 2 stehen. Und die beiden Zahlen addieren wir, schreiben das Ergebnis in die Variable Ergebnis. Und als letztes gehen wir hin und geben den Wert dieser Variablen zurück. Das macht der Mikrocontroller so. Er schreibt letztendlich den Wert Ergebnis in ein bestimmtes Register und springt dann anschließend zurück an die Rücksprungadresse, die er sich ja vorher gemerkt hat. Das heißt, er springt wieder zurück und an dieser Stelle kann der Mikrocontroller hingehen, kann letztendlich das Ergebnis aus dem Register laden und das dann letztendlich der Variablen Summe zuweisen. Okay, und anschließend kann er im Prinzip seine Arbeit ganz normal fortführen.